Hallo zusammen. Heute geht es um das ganze Thema Flugreisen und im Prinzip, warum man nicht mehr fliegen sollte. Wir schauen uns auch an, warum sind Flüge überhaupt so günstig, wie sie sind. Das hat nämlich eigentlich eine ganz interessante und schöne Hintergrundgeschichte. Und wie sieht es eigentlich mit Kompensation aus? Also diese Geschichte, dass man auf sein Flugticket freiwillig einen kleinen Betrag draufzahlt, wovon dann Klimaschutzprojekte unterstützt werden, um sozusagen den Schaden, den man durch den Flug anrichtet, wieder auszugleichen. Ob das Sinn ergibt, ob das funktioniert. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich hatte das Gefühl, dass so ein gewisses Grundbewusstsein dafür, dass Fliegen ziemlich klimaproblematisch ist, dass das ziemlich schnell in die Köpfe vieler Leute gerückt ist in den letzten paar Monaten oder vielleicht im letzten Jahr. Aber wie sehr problematisch, das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten noch nicht angekommen. Ich will nicht zu sehr irgendwelche Schubladen aufmachen, aber ich glaube, wir alle kennen so ein paar Leute oder es gibt gerade sehr viele Leute, die es, glaube ich, eigentlich wirklich gut meinen, die sich Mühe geben, irgendwie nachhaltiger zu leben, die sich vegetarisch ernähren und irgendwie versuchen, auf Plastik zu verzichten und solche Sachen halt, aber die dann halt irgendwie doch einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Wahrscheinlich einfach, weil man es, wie gesagt, nicht besser weiß. Ehrlich gesagt, ich bin selbst genau in der Situation gewesen, irgendwann vor 2 oder 3 Jahren. Man denkt sich halt, ich tue schon so viel, um irgendwie nachhaltiger zu leben, dann werde ich mir diesen einen Flug mal erlauben können. Ist aber nicht so, die Rechnung geht einfach nicht auf. Wenn wir jetzt als Extrembeispiel einen Flug nach Australien und zurücknehmen, du kannst 15 Jahre lang komplett auf Fleisch verzichten, dich vegetarisch ernähren und hast immer noch nicht so viel CO2 eingespart, wie du durch diesen einen Flug verursacht hast. Durch diese 2 Flüge. Am besten, wir schauen uns mal die Zahlen an. Also so ein Flugzeug verbrennt ja Kerosin. Ziemlich viel Kerosin. Aber es ist auch so, dass in so einem Flugzeug meistens ein paar hundert Leute drin sitzen. Aber wenn man jetzt rausrechnet, wie viel Kerosin pro Passagier pro Kilometer verbraucht wird, dann ist es immer noch deutlich mehr als jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Bus pro Passagier pro Kilometer an Benzin verbraucht. Aus so einem Flugzeugtriebwerk kommt auch nicht nur CO2 raus, sondern noch ein paar andere unschöne Sachen, so Sachen wie Stickoxide, die auch keine so super tolle Klimabilanz haben. Jedenfalls, wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man drauf, dass man beim Fliegen ungefähr 300 Gramm CO2 pro Passagier pro Kilometer verursacht. Noch so ein Faktor, der eine Rolle spielt beim Fliegen, der total offensichtlich ist, aber irgendwie auch nicht, ist die Tatsache, dass Australien verdammt weit weg ist. Die meisten Orte, an die man mit dem Flugzeug reist, die sind verdammt weit weg. Und wenn wir jetzt unser Extrembeispiel Australien zu Ende rechnen, ein Flug nach Australien und zurück, das sind insgesamt 32.000 Kilometer mal 300 Gramm CO2 pro Kilometer, kommt man auf ungefähr 10 Tonnen CO2. Aber wie viel ist das eigentlich? Zum Vergleich, ein durchschnittsdeutscher Deutscher verursacht ungefähr 10 Tonnen CO2 im Jahr. Was übrigens deutlich zu viel ist. Was man so sagt, was gerade noch so klimafreundlich und nachhaltig sein kann, sind ungefähr 2,5 Tonnen im Jahr, also ungefähr ein Viertel von dem, was wir verbrauchen. Jedenfalls von unseren 10 Tonnen als Durchschnittsdeutscher gehen ungefähr 2 Tonnen für Ernährung drauf. Wenn man sich vegetarisch ernährt, dann sind es nur 1,5 Tonnen. Also man kann sagen, durch vegetarische Ernährung spart man ungefähr 500 Kilogramm CO2 im Jahr. Und das ist dann auch, wo die Rechnung herkommt, dass man im Prinzip 20 Jahre lang auf Fleisch verzichten kann, um dann einmal nach Australien und zurückzufliegen. Ein paar andere Beispiele. Ein Flug nach New York sind ungefähr 3 Tonnen CO2. Davon kann ich 20 Jahre lang jeden Tag mit dem Bus zur Uni fahren. Ein Flug nach Thailand oder Vietnam sind ungefähr 6 Tonnen CO2. Ziemlich dramatisches Beispiel, das ist ungefähr so viel wie ein Mensch in zum Beispiel Uganda oder Äthiopien in seinem ganzen Leben verursacht. Das ist ohnehin so eine Sache, die ich auch noch mal kurz erwähnen will zumindest, dass es ein krasser Luxus ist, überhaupt zu fliegen. So ein Luxus, den wir als Westen uns halt rausnehmen. Mehr als 80% der Weltbevölkerung hat nie auch nur ein Flugzeug aus der Nähe gesehen. Sollte man, finde ich, im Hinterkopf behalten. Warum sind Flüge denn jetzt so günstig, wie sie sind? Das hat, wie gesagt, finde ich, eigentlich eine ziemlich schöne Hintergrundgeschichte. Und zwar ungefähr Ende Zweiter Weltkrieg haben sich ein paar ziemlich wichtige Leute zusammengesetzt und haben überlegt, dass man Passagierluftfahrt fördern sollte, weil es trägt halt dazu bei, dass viele Menschen viele andere Länder bereisen und fremde Kulturen kennenlernen und irgendwie Freunde in anderen Ländern finden und es trägt halt einfach zur Völkerverständigung bei und sorgt dafür, dass es Frieden auf der Welt gibt. Voll schön. Ist genau das, warum Flugreisen eigentlich so nice sind. Jedenfalls hat man überlegt, was man machen kann, um Passagierluftfahrt zu unterstützen. Und eine Idee ist gewesen, dass man die Steuern rund um den Flugverkehr relativ entspannt gestaltet. Es ist zum Beispiel so, dass man auf internationale Flugtickets keine Mehrwertsteuer bezahlt. Oder es gibt halt nach wie vor keine Kerosinsteuer, fast überall auf der Welt, bei uns auch nicht. Wenn man eine Airline ist und sich ein neues Flugzeug kauft, dann bezahlt man darauf keine Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir dann die ganze Geschichte mit den Billig-Airlines, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das beides zusammen sorgt dann für so merkwürdige Situationen, wie zum Beispiel, dass es passieren kann, dass ein Zugticket von Köln nach Berlin das Dreifache kostet von dem, was ein Flug von Köln nach Berlin kostet. Was absolut absurd ist.
Okay, wie sieht es denn jetzt mit Kompensation aus? Ich denke, die meisten von euch werden schon mal davon gehört haben und wissen, was das ist. Wie gesagt, die Grundidee ist, dass man, wenn man sich ein Flugticket kauft, freiwillig noch einen zusätzlichen Betrag obendrauf bezahlt, wovon dann Klimaschutzprojekte unterstützt werden, die ungefähr wieder so viel CO2 aus der Atmosphäre nehmen, wie man selbst durch den Flug verursacht hat. Also einfaches Beispiel, du fliegst nach New York und zurück und gibst das in diesen Kompensationsrechner ein und der sagt, das verursacht ungefähr 3,5 Tonnen CO2. Um diese Tonnen wieder aus der Atmosphäre zu nehmen, ja, das kostet ungefähr 84 Euro. Und dann bezahlst du diese 84 Euro obendrauf und davon werden, wie gesagt, einfaches Beispiel, irgendwo in Südamerika Bäume gepflanzt, die wieder diese 3,5 Tonnen aus der Atmosphäre nehmen. Das ist die Grundidee. Und das ist meiner Meinung nach absolut eine gute Idee, die auf jeden Fall Sinn ergibt und eine Daseinsberechtigung hat. Aber es ist halt nicht die Lösung des Problems. Es funktioniert halt einfach nicht, wenn wir jetzt alle anfangen, alle unsere Flüge und Kreuzfahrten und sonst was zu kompensieren. Das geht alleine deswegen schon nicht, weil wenn wir jetzt alle anfangen würden, alle unsere Klimasünden wegzukompensieren, dann müsste man, um jetzt in dem einfachen Beispiel von eben zu bleiben, so viele Bäume überall auf der Welt pflanzen, dass das funktioniert halt einfach nicht, weil es gar nicht genug Landfläche gibt, um so viele Bäume zu pflanzen. Und im Prinzip, um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir ohnehin diese ganzen Bäume pflanzen und diese Umweltprojekte unterstützen. Ganz abseits von der ganzen Geschichte mit Kompensation. Und nebenbei noch deutlich nachhaltiger in unserem Lebensstil werden. Also unterm Strich, diese Idee mit der Kompensation ist meiner Meinung nach absolut nicht verkehrt, aber ändert nichts an der Tatsache, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Wenn es gar nicht anders geht, dann fliegt man halt und dann sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch kompensieren. Aber die deutlich bessere Alternative und das, was eigentlich notwendig ist, ist halt am besten gar nicht mehr zu fliegen oder nur sehr, 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 sehr selten. Und ich kann euch aus erster Hand sagen, dass ohne Flugzeug verreisen auch nicht verkehrt ist. Seitdem mir diese Zahlen so bewusst sind, versuche ich nicht mehr zu fliegen oder bin seitdem auch nicht geflogen. Und jetzt diesen Sommer bin ich zusammen mit zwei Freunden, die ähnlich drauf sind, mit dem Zug durch die Gegend gereist. Wir sind nach Wien gefahren und dann durch den Balkan bis nach Istanbul und dann durch die ganze Türkei bis nach Georgien und dann übers Schwarze Meer zurück und durch Ungarn und Tschechien zurück nach Deutschland. Und das ist wahrscheinlich somit eine der coolsten Sachen gewesen, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gemacht habe. Wahrscheinlich werde ich irgendwann in 2 oder 3 Wochen auch noch mal ein ganzes Video zu der Geschichte machen und ein bisschen von der Reise erzählen. Ja, dazu an anderer Stelle mehr. So, ihr könnt jetzt natürlich mithelfen, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen für das ganze Thema, indem ihr mit euren Eltern und Großeltern und euren Freunden quatscht darüber. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, wo den meisten Leuten das Gewicht nicht bewusst ist, wie krass es ist. Deshalb, das Einzige, was hilft, ist halt irgendwie Aufklärung. Schaut euch auch die anderen Videos von der Klima-Playlist an. Ich mache gerade so eine ganze Videoserie zum Klimathema. Das hier ist jetzt das zweite Video gewesen. Werden in den nächsten paar Wochen noch ein paar mehr kommen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.